Spa-Francorchamps. Eine legendäre Rennstrecke, unglaublich schnelle Kurven und immer wieder Überraschungen, was das Wetter angeht. Spa. 7 Kilometer. 44 Runden. Alles in allem 308 Kilometer. 5 Geraden, 3 langsame Kurven. 2 ideale Überholmöglichkeiten. Topspeed 310 km/h. Willkommen in Belgien, willkommen in Spa. Ich nehme Sie mit auf eine fliegende Runde im Red Bull Formel 1 Simulator. Los geht's. Bremsen für die erste Kurve, eine der langsamsten Stellen auf der ganzen Strecke. Wichtig, dass man hier wieder früh ans Gas kommt, den ganzen Schwung mitnimmt. Es geht bergab, es wird voll hoch beschleunigt. Eine der berühmtesten Kurven der Formel 1. Eau Rouge, 7. Gang, Vollgas. Extrem schwer am Ausgang den Scheitelpunkt zu sehen, wo es dann weitergeht, die Camel gerade hinauf. Anbremsen, runter in den 4. Gang, rechts, links, eine sehr, sehr flüssige und schnelle Schikane. Eingang hoch, 5. Gang, durch die nächste rechts, runter zur Rivage-Kurve. Achtung, anbremsen, unheimlich schwierig, die Räder bleiben gerne stehen, man hat keinen Druck auf den Vorderrädern. 3. Gang, beim Rausbeschleunigen will das Heck ausbrechen, in die nächste links hinein. Die Curbs bis zum Maximum ausnutzen und dann kommen wir zu meiner Lieblingsstelle. Pujon, doppel links. Runter in den 6. Gang, nur kurz vom Gas, direkt wieder drauf mit 270, 280 km/h. Hin zur nächsten Schikane, wieder runter in den 4. Gang. Generell sind die Schikanen und alle Kurvenkombinationen in Spa sehr flüssig. Das macht die Strecke auch so beliebt. Nicht wie in anderen Strecken, wo es alles ein bisschen abgehackt ist. In die nächste, doppel rechts, 3., 4. Gang, wieder die Curbs mitnehmen bis zum Maximum, bevor es dann durch den Wald zurückgeht. Hin zu Blanchimont, auch eine sehr bekannte Kurve, leider heute locker voll. Aber wenn es ein bisschen regnet, wird es gleich wieder richtig interessant. Anbremsen für den letzten Teil der Strecke, die neue Schikane, die erst vor wenigen Jahren gebaut wurde. Unheimlich tricky, das Auto möchte in alle Richtungen, das Heck bricht aus. Sehr, sehr schwer am Ausgang Traktion zu finden und dann sind wir wieder auf Start und Ziel.